So, guten Morgen allerseits zur frühen Stunde am 4. September 2013 um 7:44 in der Sekunde. Es geht rund, ich bin seit einer Stunde wach. Es ist richtig sehenswert, viel gefilmt, viel aufgenommen. Also hier geht's richtig happy. Ich habe die Berichte gestern schon gehört, oberhalb von Frankfurt die Ecke, den Raum. Da war es richtig kunterbunt, so scheint es heute hier bei uns abzugehen. Gestern waren teilweise bis zu 28 Grad im Schatten und wärmer, hatten wir berichtet. Bei uns war es hier noch relativ kühl im Vergleich. Ja, und heute scheint mal wieder das Zeug abzufliegen. Zumindest fliegen sie heute bei uns hier, damit auch wir es warm kriegen werden. Das sage ich nicht ohne Grund. Das habe ich gestern schon mit den Landwirten unterhalten. Denen ist auch schon aufgefallen, was am Sonntag abgelaufen ist. Da habe ich auch schon die Bilder fertig. Das werde ich vielleicht noch hochstellen zum Teil. Jo. Man kann zum einerseits Feuchtigkeit produzieren mit diversen Stoffen, man kann aber genauso gut Trockenheit produzieren, sprich Sonne, Spätsommer, Altweibersommer. Und das scheint momentan hier der Fall zu sein. Da sieht man den Kondensstreifen, welche Form sie haben beim Auflösen, ob es Brillen sind, ob es Kugelketten sind. Da kann man dann einiges ablesen und die ein, zwei Tage darauf bestätigen es ein oder andere Mal, genauso wie halt die mikroskopischen Untersuchungen. Da findet man jeweils zu den aktuellen Kondensstreifen meist die gleichen Inhaltsstoffe, die dafür verantwortlich sind, denn das kontinuierlich. Das heißt Inhaltsstoffe, wenn es feucht werden soll, wenn es feucht ist, und dann wiederum andere gleiche Inhaltsstoffe, wenn man Trockenheit produziert, so wie hier. Also, es ist keine mehr. Es sind Tatsachen. Das haben wir jetzt in über 2 Jahren herauskristallisiert, gefunden. Jo, so schaut's aus. Das wird ein lustiger Tag. In diesem Sinne, ernsthaft.